Soundfile. Ja, hier sieht's ja schon wieder mal anders aus. Wir haben endlich wieder neue Lautsprecher und damit unser großes Studio-Update mit StageTech-Konsole und neuer Monitorsituation abgeschlossen. Wer unsere Videos schon länger verfolgt, weiß, dass wir ja bisher schon Strauß-Lautsprecher hatten. Auf einmal waren die dann weg. Da hatten wir dann übergangsweise kleine PMC-Lautsprecher, die für sich genommen natürlich nicht schlecht sind, aber kein Vergleich zu einer großen Midfield-Box. Der Hintergrund war ganz einfach der, dass ich die Möglichkeit hatte, meine bisherige Strauß SEM F1 an einen Kunden zu verkaufen. Und nachdem ich ja Handelspartner von Strauß bin, war seitens Strauß auch der Wunsch, dass ich mein Studio natürlich aktualisiere auf das neue Modell SEM F4, was jetzt hier steht bei uns. Und wir hatten jetzt auch die Gelegenheit, die Strauß Endstufe zu testen. Herr Strauß hat mir gesagt, dass die ganz, ganz, ganz hervorragend ist. Ich glaube aber Herrn Strauß auch nichts, wenn ich es nicht gehört habe. Das Konzept spricht aber für sich. Strauß baut sehr, sehr akkurate Lautsprecher, was sich unter anderem darin äußert, dass der Impedanzverlauf sehr ebenmäßig ist. Also nicht wie bei manchen passiven Boxen. Berühmt dafür sind die alten großen Infinity Hi-Fi Boxen, die ein Impedanzminimum von unter einem Ohm haben und dann regelmäßig Endstufen in den Tod getrieben haben damit. Was natürlich auch schwierig ist, weil der Dämpfungsfaktor der Endstufe da eierig wird. Die Strauß-Endstufen haben wirklich 8 Ohm und Strauß konnte auf die Weise eine Endstufe auf diesen Lautsprecher abstimmen, der einen sehr, sehr hohen Dämpfungsfaktor hat. Das nur in der Theorie. Wir haben uns das angehört und festgestellt, dass zumindest am Strauß-Lautsprecher keine andere Endstufe, die wir getestet haben, und das waren einige, eine Chance hatte. Also diese Endstufe hat wirklich alles ausgeschossen. Deswegen darf sie jetzt auch zusammen mit den Lautsprechern hier bleiben. Ein kurzer Ausblick, was ist denn Strauß Elektroakustik eigentlich für eine Firma? Das ist so, die ist so ein bisschen sagenumwoben, so ein bisschen legendär. Man sieht die Lautsprecher auch nicht überall. Strauß ist eine kleine Firma aus Bern, aus der Schweiz, ist ein Akustiker, der wirklich sehr akkurat arbeitet und der auch einige Referenzen hat. Also zum Beispiel Günther Pauler von Stockfish Records oder aber die Super Audio CD Mastering Studios von Sony Music in Tokio, die wirklich 12 Mastering-Studios mit Strauß-Lautsprechern ausgestattet haben und gesagt haben, we never heard such accurate Mastering-Monitors. Und dann kommen wir vielleicht auch gleich mal noch zum Preisbereich, weil das auch so, ja, sagenumwoben ist. Also ich habe in Facebook immer wieder Kommentare, ja, die kann sich hier niemand leisten, die sind ja exorbitant teuer. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum. Die SEM F4, die jetzt bei uns steht, kostet brutto in Deutschland ungefähr 24.000 Euro fürs Paar. Das ist natürlich kein Schnäppchen. Das ist aber im Vergleich zu anderen hochwertigen Lautsprechern von zum Beispiel ATC, PMC oder so durchaus im Rahmen. Die kosten auch in dieser Liga. Und da muss man ganz klar dazu sagen, meine Erfahrung ist die, ich bin wirklich 2/3 schneller mit Mixing und Mastering, weil ich einfach viel schneller Entscheidungen treffen kann. Und ich habe auch wirklich weniger als die Hälfte Rückläufer von Kunden, weil die Sachen, die hierauf funktionieren, wirklich weitestgehend auf jedem anderen Medium am Schluss auch funktionieren. Ist also wirklich ein Tool, auf das man sich 100% verlassen kann und das auch über Jahre hinweg. Und dann muss man das einfach als langfristige Investition sehen und es relativiert so einen Preis. Was macht Strauß denn eigentlich so besonders, beziehungsweise wo sind die Zielsetzungen von so einem Monitor, wo sind die Zielsetzungen von Strauß? Eigentlich noch nicht mal linearer Frequenzgang, weil das ist in der Liga eigentlich selbstverständlich und da muss man sich natürlich auch in Verbindung mit seinem Raum nochmal drum kümmern, sondern die Zielsetzungen sind vor allem erstmal maximale Verzerrungsarmut. Das heißt also, je weniger Verzerrungen euer Lautsprecher macht, umso besser könnt ihr natürlich beurteilen, aber umso länger könnt ihr auch hören, weil Verzerrungen einfach immer anstrengend für die Ohren sind. Also ihr müsst ja lange auf so einem System arbeiten. Der zweite Punkt ist räumliche Abbildung. Die räumliche Abbildung, also sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, die ist bei dem Lautsprecher ganz hervorragend. Wie das erreicht wird, erklären wir euch gleich noch in diesem Video. Und der dritte Punkt ist ein hervorragendes dynamisches Verhalten. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele aktive Monitore tatsächlich für sich schon
so ein Stück weit komprimieren, was natürlich insofern blöde ist, weil wenn der Lautsprecher selber komprimiert, dann könnt ihr Kompressionsverhältnisse auch schlechter beurteilen als auf einem Lautsprecher, der euch wirklich dynamische und feindynamische Zusammenhänge ganz klar macht. Erreicht wird das bei Strauss durch ein spezielles Konzept. Zum einen, es ist eine passive Box, die keinerlei Korrekturen macht. Das heißt, dieser Lautsprecher funktioniert alleine aufgrund seiner elektromechanischen Parameter, weil es natürlich auch so ist, immer wenn ein Lautsprecher elektromechanisch nicht funktioniert und ich dann elektronisch irgendetwas korrigiere, dann fange ich mir damit auch Nachteile ein, in aller Regel in Form von Verzerrungen, weil die Treiber, wenn die irgendwas nicht können aufgrund des Gehäuses und ich korrigiere das, dann fahre ich die immer tendenziell an die Leistungsgrenze. Es ist also eigentlich wünschenswert, dass ein Lautsprecher alleine mechanisch und aufgrund seiner Konstruktion diese Geschichte macht. Die zweite Geschichte ist, warum ist es ein passiver Lautsprecher? Nun ja, weil man, ihr habt es gesehen, die Endstufe ist sehr, sehr groß, die Endstufe ist sehr, sehr aufwendig. Es ist einfach schon mal schwieriger, eine Endstufe in der Größe und in der Qualität in einen Lautsprecher zu integrieren. Das ist eine konzeptionelle Geschichte. Es gibt auch gute aktive Lautsprecher, aber für mich macht es einfach Sinn. Und der dritte Punkt, es ist ein Hornlautsprecher, da kommen wir gleich noch drauf, warum das so ist und wo der Sinn darin liegt. Und der vierte Punkt, und das ist ja auffällig, wenn man diesen riesen Lautsprecher sieht, es ist nur eine Zwei-Wege-Box. Da wundert man sich, viele andere große Lautsprecher sind Drei-Wege-Boxen. Auch das ist konzeptionell bedingt und hat etwas mit Räumlichkeit zu tun. Warum denn nun ein Hornsystem? Hornsysteme sind ja einerseits verschrien, dass sie Verfärbungen machen und so weiter. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall. Wenn ein Horn sauber designt ist, dann macht es auch keine Verzerrungen, dann passiert da gar nichts. Hörner haben aber zwei wesentliche Vorteile. Zum einen, man kann sehr, sehr gut den Abstrahlwinkel kontrollieren. Kann also sagen, okay, ich möchte jetzt 90 Grad Abstrahlwinkel, dann habe ich auch wirklich 90 Grad und nicht irgendwie eine Kalotte, die überall hinwirft, was dann für die Raumakustik auch mehr Probleme aufwirft. Die andere Geschichte ist aber die, dass so ein Horn einen unglaublich guten Wirkungsgrad hat. Das bedeutet also, ich weiß es nicht exakt, aber es ist wirklich, ich glaube, um den Faktor 20 lauter als ein Kalottenlautsprecher mit gleicher Leistung. Das bedeutet auch, dass für die gleiche Lautstärke der Treiber dementsprechend weniger Bewegungen machen muss. Der muss also ganz, ganz, ganz wenig arbeiten und macht ganz logisch aufgrund dieser Tatsache auch ganz, ganz, ganz wenig Verzerrungen. Er ist also sehr, sehr schnell und er ist sehr, sehr verzerrungsarm. Die zweite Geschichte ist, auch das hat mir Herr Strauss, ich habe mich ausführlich mit ihm unterhalten, auch der Tieftöner wurde komplett neu entwickelt für Strauss, da wurden also die Aufhängungen optimiert, da wurde die Schwingspule optimiert, da wurde das Magnetfeld optimiert und Strauss hat mir auch gesagt, das ist eine Papiermembran, er hat wirklich ganz viel ausprobiert und Papier ist nach wie vor eins der besten Membranmaterialien, was die Steifigkeit angeht und gleichzeitig das Gewicht. Auch dieser Tieftonlautsprecher ist also wirklich sehr, sehr akkurat. Strauss hat mir gesagt, er ist in seinen Messungen Faktor 3 schneller als das Vorgängermodell in der SEMF1, die wir vorher hier hatten. Und ich muss auch sagen, in meiner Hörerfahrung im Bassbereich ist die Auflösung tatsächlich noch ein bisschen besser, wobei ich persönlich nicht weiß, liegt es an unserem neuen Pult, liegt es an der Endstufe oder liegt es am Tieftontreiber. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nur, dass es so ist und freue mich drüber. So ist das nun mal. Dadurch, dass dieses Horn oder die Membran von diesem Horn so wenig arbeiten muss, kriegen wir noch einen weiteren Vorteil. Sie kann nämlich sehr, sehr breitbandig arbeiten. Wenn ich eine normale Hochtonkalotte mit so einem Durchmesser habe, dann kann ich die vielleicht bis 4 kHz runterlaufen lassen. Dann ist aber schon Schluss im Karton. Dieses Horn arbeitet tatsächlich bis 1200 Hertz nach unten. Also die Übergangsfrequenz liegt bei 1,2 kHz. Und das ist wesentlich für die räumliche Darstellung, weil wir ja das Ideal verfolgen, damit es wirklich räumlich ist, dass wir eine Punktschallquelle haben. Das heißt also, alle Signale sollen nach Möglichkeit aus einem möglichst kleinen Punkt kommen. Wenn man jetzt diesen Lautsprecher anschaut und sich überlegt, möglichst kleiner Punkt, dann ist, so klein ist der nicht. Aber es wirkt wirklich als angenäherte Punktschallquelle, was mit
zwei Wegen natürlich einfacher zu erreichen ist, wie wenn ich drei Lautsprechersysteme habe. Wenn ich aber ein konventionelles System habe, habe ich also tatsächlich das Problem, dass ich entweder den Tieftöner sehr weit nach oben laufen lassen muss oder den Hochtöner sehr weit runter, was technisch nicht möglich ist, oder eben einen Mitteltöner machen oder dazugeben. Und dann ist eben auch die Frage, wie bekomme ich diese beiden Systeme so hin, dass sie sich wirklich im akustischen Ergebnis wie ein System verhalten. Und das hat tatsächlich mit dem Membrandurchmesser zu tun. Es ist also tatsächlich so, dass ein Tieftonkonus bei Wellenlängen, die kleiner sind als sein Membrandurchmesser, fängt er an, sehr, sehr stark zu bündeln. Das heißt also, wenn wir einen Membrandurchmesser haben von in diesem Fall, wir messen das mal, wir haben hier also 27,5 cm ungefähr, ihr habt es gesehen, und die Übergangsfrequenz, das haben wir auch mal ausgerechnet, sind 1200 Hertz, das ist eine Wellenlänge von 28 cm. Das passt also wirklich ganz, ganz genau. Und da, hat Strauss gesagt, hat so ein Konus noch einen Abstrahlwinkel von ungefähr 90 Grad und danach wird es wirklich immer schmäler. Und wenn es natürlich schmäler wird, dann bekomme ich die beiden Systeme nicht mehr akkurat zusammengeführt. Deswegen, und das ist eben auch der Grund, warum so ein Zwei-Wege-Konzept den großen Vorteil der Punktschallquelle hat, aber eben gleichzeitig nur realisierbar ist, wenn man so ein Horn hat, dass der Hochtontreiber sich so wenig bewegt, dass man den wirklich auch so tief trennen kann. Ein weiterer für die Räumlichkeit wichtiger Punkt ist die sogenannte Gruppenlaufzeit. Was hat es damit auf sich? Es ist ja nun so, dass man, wenn man zwei Systeme hat, Hochtöner, Tieftöner, andersrum Tieftöner, Hochtöner, dass die Signale dieser beiden Lautsprecher zeitgleich am Ohr ankommen. Ansonsten kriegen wir Phasenprobleme, was einerseits den Frequenzgang verbiegt, andererseits aber natürlich auch die Räumlichkeit kaputt macht. Und jetzt könnte man meinen, dass wenn zwei Lautsprecher auf der gleichen Ebene sind und gleichzeitig abstrahlen, dass dann gewährleistet ist, dass die Wellen gleichzeitig am Ohr ankommen. Das ist aber nun leider in der Praxis nicht der Fall. Warum? Es ist ganz einfach so, dass ein Hochtöner wesentlich weniger Masse hat und auch wesentlich weniger Luft bewegen muss. Das heißt, der ist viel schneller und infolgedessen ist auch die Schnelligkeit des Schalls, die da rauskommt, dem Tieftöner weit überlegen. Das bedeutet also, wenn ich die auf einer Ebene habe, dann muss ich tatsächlich den Hochtöner in irgendeiner Form verzögern, damit die Gruppenlaufzeit wieder stimmt. Viele Aktivlautsprecherhersteller machen das mit aktiven Korrekturen, manche digital. PSI macht das zum Beispiel auch, die machen es auf analogen Wege. Bei passiven Lautsprechern ist es eigentlich so gut wie unmöglich, das mit einem herkömmlichen System zu machen. Bei Strauss ist es wirklich so abgestimmt, dass der Hochtontreiber, dadurch, dass er hinten in diesem Horn ist, dass da automatisch die Gruppenlaufzeit auch stimmt. Also ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass dieses Gerät, dieser Lautsprecher auf elektromechanischem Wege auch funktioniert. Zum Schluss noch zu uns. Wie haben wir diesen neuen Lautsprecher integriert bei uns im Studio? Wir haben natürlich unsere Akustik nochmal überarbeiten müssen. Wir haben viel gemessen und wir haben viel ausprobiert. Letzten Endes haben wir jetzt im Vergleich zur FEMF1, die wir vorher hatten, mit dem analogen Pult die Aufstellung ein bisschen geändert. Zum einen haben wir den Vorteil, dass das Stage-Deck-Pult jetzt eine sehr, sehr flache Media-Bridge hat. Das analoge Pult hatte wirklich hinten so viel Media-Bridge noch dran. Das heißt, wir mussten mit dem Lautsprecher dann relativ dicht ans Pult dran. Das können wir jetzt anders machen. Die Lautsprecher stehen ca. 30 cm hinter dem Pult. Dadurch ist das Bassreflexrohr kein Problem. Herr Strauss hat mir gesagt, ja, wenn Sie die Unterkante vom Tieftöner vom Hörplatz aus sehen können, dann ist das in Ordnung. Das heißt, wir können sie jetzt so tief stellen, dass der Bassreflex trotzdem noch funktioniert. Wir haben sie etwas weiter nach hinten gestellt. Wir haben auch eine größere Stereobasisbreite, was sehr, sehr gut funktioniert. Stereobasisbreiten ist ja immer so ein Problem. Je größer die Stereobasisbreite ist, umso weiter sitzt ihr vom Lautsprecher auch weg, weil wir müssen ja gewährleisten, dass das Stereo-Dreieck noch funktioniert. Je weiter ihr weg sitzt, umso kritischer wird euer Raum
natürlich. Das funktioniert hier aber sehr, sehr gut. Und was mich total freut, wir müssen die Lautsprecher nicht mehr winkeln. Das heißt, unser Sweet Spot ist wesentlich größer geworden. Es ist also wirklich viel, viel besser, wenn die gerade stehen. Summa summarum muss ich jetzt sagen, mein Sweet Spot ist besser geworden. Das Klangbild ist nochmal wesentlich entspannter als mit dem alten Lautsprecher, was ich tatsächlich auch zum Großteil auf die Endstufe schiebe. Der Bassbereich ist noch ein bisschen besser. Wir sind total happy. Wenn jemand von euch dieses System hören will, schreibt mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Wir machen gerne jederzeit eine Demo für euch. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit euren Monitoren und viel Spaß mit den gewonnenen Erkenntnissen. Ciao.